Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Ich habe heute diese wunderschöne Tasche hier genäht. Die kann man als Portemonnaie benutzen oder für eine Brille, als Brillenetui oder für viele andere Sachen. Ich habe das mit zwei unterschiedlichen Stoffen gemacht. Innen ist ein pink gepunkteter Stoff, außen ein Blümchenstoff und hier ein Magnetverschluss und eine Libelle. Ich finde die super praktisch, die Tasche. Und ich finde es auch gar nicht so schwer. Also es war jetzt mit der Nähmaschine. Man kann es auch mit der Hand machen. Vielleicht ist das auch eine Idee für Muttertag für euch, für eure Mütter. Bleibt einfach dran, schaut, wie ich es gemacht habe und macht es nach. Ihr braucht zwei verschiedene Stoffe. Ein Futter, also ich habe da jetzt einfach eine Filzplatte. Dann habe ich hier so einen Verschluss, einen Magnetverschluss, den hatte ich euch letztens in meinem Haul-Video gezeigt. Davon habe ich 3 Stück für 1 Euro bei Teddy gekauft. Und diese Anhänger habe ich auch bei Teddy gekauft und da werde ich auch noch einen mit an mein Portemonnaie dran nähen. Und einen Bleistift habe ich. Wer sehr gut mit der Hand nähen kann, kann das natürlich dann auch einfach so mit Nadel und Faden machen. Ich werde das heute mit der Nähmaschine nähen. Meine Filzplatte hat eine Größe von 30 cm mal 21 cm, also ungefähr DIN A4. Und daran werde ich mich jetzt orientieren. Ich habe jetzt schon den einen Stoff mit der bunten Seite nach unten auf den Tisch gelegt. Und die Filzplatte lege ich jetzt so auf den Stoff, dass ungefähr immer 1 cm Rand da bleibt. An den Seiten, wo noch ein bisschen mehr Stoff jetzt ist, da mache ich jetzt einfach mal bei 1 cm von der Filzplatte entfernt einen Bleistiftstrich. Also einmal hier einen Strich entlang, damit ich gleich weiß, wo ich lang schneiden muss. Hier und hier habe ich jetzt schon mal eine Linie. Und jetzt mache ich noch entlang meiner Filzplatte eine Linie. Also ich male hier einfach einmal so an der Filzplatte entlang. Das gleiche mache ich jetzt mit meinem anderen Stoff. Jetzt schneide ich mir das Ganze hier aus. Am besten mit einer Zackenschere, dann franzt der Stoff weniger aus. Jetzt habe ich also die Filzplatte und 2 Stücke Stoff, die etwas größer als die Filzplatte sind, also rundherum immer so 1 cm Abstand noch haben. Die Filzplatte kann jetzt erstmal an die Seite und die beiden anderen Stoffe mache ich mit der bunten Seite aneinander. Also die bunte Seite ist jeweils innen. Mache ich sie mit Heftnadeln, also mit diesen Nadeln hier so zusammen. Stecknadeln. Damit das schön aufeinander liegt und nicht verrutscht. So, die Nähmaschine ist jetzt bereit und ich nähe jetzt an meinen Bleistiftstrichen hier entlang. Der Stoff muss natürlich gut aufeinander liegen und ich nähe einmal gerade hier entlang. Angekommen, dann drehe ich einfach den Stoff, also ich lasse die Nadel drin stecken, mache hier das Füßchen hoch und drehe den Stoff um und nähe dann hier auf dem Bleistiftstrich wieder weiter. Das mache ich auf 3 Seiten. Eine Seite muss natürlich noch aufbleiben, damit ich das umdrehen kann und das Futter reinmachen kann. So, alle 3 Seiten sind jetzt genäht. Ich schneide den Faden ab. Hier am Ende sollte man das Ganze natürlich gut vernähen, damit der Faden nicht wieder aufgeht. Und ich stülpe das Ganze jetzt einmal von innen nach außen. So, das Ganze ist jetzt umgestülpt. Das Muster, das schöne Muster ist jetzt außen. Und jetzt mache ich hier die Filzplatte rein. Die Ecke in die Ecke. Und dann das Ganze schön glatt streichen. Die offene Seite, die schlage ich jetzt so nach innen, dafür mache ich die Ecken nach innen.
Das halte ich dann gut fest an den beiden Ecken und dann falte ich erst den einen Stoff nach innen und den anderen Stoff auch. Das lege ich schön so übereinander. Zupf noch alles zurecht. So sieht das dann ungefähr aus und da nähe ich jetzt einmal hier ordentlich außen an der Kante entlang. Damit das so zusammen bleibt, kann man das natürlich wieder mit Nadeln feststecken, dann ist es auch einfacher mit dem Nähen. Da das eine Naht ist, die sichtbar ist, kann man dann natürlich auch eine Ziernaht verwenden. Ich habe hier so eine Naht gemacht, die gefällt mir echt gut und damit ist das Ganze jetzt hier auch verschlossen und die Tasche ist schon fast fertig. Jetzt klappe ich das Ganze so rüber. Jetzt muss man sich auch entscheiden, welche Farbe man außen haben möchte. Das ist jetzt die Farbe, die außen ist. Und dann klappe ich das hier einfach so drauf. Hier könnt ihr natürlich jetzt noch entscheiden, soll es eher eine etwas größere Tasche werden und hier oben ist nur so ein kleiner Überschlag. Oder man kann das auch so machen, dass das, was rübergeklappt wird, fast genauso groß ist wie der Rest der Tasche. Ich werde das jetzt auch so machen, das finde ich eigentlich ganz schön. Und jetzt brauche ich nur hier und hier einmal entlang nähen und das hier so festmachen. Und dann fehlt nur noch mein Knopf, um das Ganze zu verschließen. So, ich habe das wieder mit der Nadel festgesteckt. Und hier werde ich jetzt auch einfach einmal an der Kante entlang nähen, also möglichst an der Kante, damit ich keinen Platz verliere. Und da kann man natürlich auch eine Ziernaht verwenden. So, jetzt ist meine Tasche schon fertig. Ich freue mich total, weil die so schön geworden ist und ich habe gerade gedacht, da passt auch super gut eine Sonnenbrille rein. Also das ist ein schöner Schutz für eine Sonnenbrille und jetzt muss ich nur noch mit Nadel und Faden hier vorne den Knopf annähen. Ich habe den Knopf jetzt mal auseinandergenommen und die Hälfte hier, also die mit diesem kleinen vorstehenden Punkt, die nähe ich hier oben in der Mitte an. Also ich schaue mal mit dem Lineal jetzt genau, wo hier die Mitte ist. Ungefähr hier. Und da werde ich die annähen. Und dafür habe ich mir schon Nadel und Faden vorbereitet. Und wenn ich hier so rausnähe, dann ist hier oben ja gleich auch der Faden zu sehen. Und das ist ja nicht so schön. Deswegen habe ich ja noch hier die Libelle und die werde ich da später oben noch drauf nähen. Aber jetzt erstmal den Knopf annähen. Ich habe hier jetzt immer an den Seiten lang genäht und hier hinten dann über Kreuz und so immer weiter das Ganze gemacht. Immer hier und dann hier wieder über Kreuz und von hier wieder zur einen Seite, dann wieder über Kreuz. Deswegen ist hier außen jetzt vor allem so ein Kreuz zu sehen und innen ist das Ganze ordentlich und die Mitte ist frei geblieben, damit ich da jetzt auch den Knopf noch dran machen kann. So, jetzt muss ich mal schauen, wo der Knopf angenäht werden muss. Einmal klappe ich das Ganze um und hier, da mache ich mir jetzt eine kleine Markierung, damit ich den Knopf dann auch an der richtigen Stelle annähe. Jetzt fehlt nur noch meine Libelle und die hat ja hier oben so eine kleine Schlaufe, wo ich durchnähen kann, so einen kleinen Ring. Und dann werde ich einfach hier hinten über den Körper ein bisschen noch drüber nähen, damit das eben nicht so hin und her schlackert, sondern schön fest vorne davor ist. So. Und schon ist meine Tasche fertig. Ich bin wirklich sehr zufrieden und finde die sehr schön.
besonders weil hier eben innen so ein anderer Stoff ist als außen, eine tolle Farbkombination und die Libelle hier vorne rundet das Ganze noch ab. Auch super praktisch, dass man das hier mit diesem Knopf schließen kann. Und ja, ich habe eben schon gesagt, entweder für die Sonnenbrille, als Portemonnaie, für Unterlagen oder man kann das Ganze auch als Taschenorganisator benutzen. Sowas mache ich auch immer ganz gerne. Da tue ich dann Schlüssel rein und Lippenpflege, damit das in der Tasche nicht so hin und her rutscht. Und ja, vielleicht möchtet ihr diese Tasche nachmachen. Ich habe ja eben schon gesagt, man kann das Ganze auch mit Nadel und Faden machen. Aber mit der Nähmaschine ist es wirklich deutlich einfacher. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Tasche findet, ob ihr auch Taschenorganisatoren gerne benutzt, also gerne noch so eine kleinere Tasche in der größeren Tasche drin habt, ob ihr so etwas für eine Sonnenbrille nehmen würdet. Gerne einfach alles unten in die Kommentare schreiben. Und sonst schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!